Meine Damen und Herren, ja, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wenn man Massen aufnimmt, dann muss man am Ende auch beurteilen, wie sich diese Massen vielleicht im Durchschnitt verhalten. Und die Erfahrung lehrt uns, dass es einen Unterschied macht, ob wir 1000 Franzosen nach Deutschland lassen oder 1000 Marokkaner. Das lehrt uns schlicht die Erfahrung. Und diese Erfahrung nicht zu beachten, ist nicht nur fahrlässig, es ist dumm. Wir haben festgestellt, dass wir ein Integrationsproblem insbesondere mit arabischen Muslimen haben. Das stellen wir fest und die Polizei darf es ja inzwischen hin und wieder auch öffentlich sagen. Und wir werden irgendwann als Gesellschaft uns die Frage stellen müssen, ob wir eine grenzenlose Gesellschaft sein wollen oder ob wir eine freiheitliche Gesellschaft sein wollen. Und damit sind wir wieder bei den Bürgerrechten, für die unsere Vorväter und Mütter einmal zuhauf auch gestorben sind und die mit einem hohen Blutzoll erkämpft sind. Und meine Damen und Herren, ich bin nicht bereit, diese Freiheit aufzugeben, und dafür steht die Alternative für Deutschland. Applaus